Hallo, das war ja erstmal ein gewaltiger Einstieg. Aber nur so komme ich ins Thema. Diese Schlagzeile stammt aus einem Social Media Post der ARD-Redaktion Monitor. Unsere Presse personalisiert eben gerne. Wobei der Leiter dieser Monitorredaktion das eigentlich gar nicht mag. Ich finde es falsch, von Putins Krieg zu sprechen, insoweit, wenn man sagt, dass es ein Mann sei, der für diesen Krieg verantwortlich ist. Und seine Redaktion macht es aber trotzdem. Unsere Presse eben. Gestern machte man es so, wenn es heute nicht mehr passt, machen wir es eben anders. Doch viel wichtiger erscheint mir, was sagt denn unser Bundeskanzler zu all dem? Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung, aber Ist doch super. Was soll dann dieses Aber? we are determined. Putin must not win this war and he will not win it. Because we stand together in sanctioning Russia, in strengthening our defense and in our solidarity with the Ukrainian people. Man war aber doch schon 5 Wochen nach Kriegsbeginn bereits so weit, dass eine Verhandlungslösung in greifbarer Nähe schien. Was ist denn in der Zwischenzeit geschehen? Herr Scholz soll im Kabinett beschließen lassen, dass die Ministerien mit aller Kraft daran arbeiten, dass so viele Waffen wie möglich geliefert werden, auch schwere Waffen. So ist das also. Ein grüner Späthippie, übrigens ohne Bundeswehrerfahrung, fordert also den Krieg auszuweiten, statt ihn zu beenden. Wobei dieses schwere Waffenliefern eine ehemalige Jugendbuchverkäuferin zunächst vollkommen anders sah. Aber Frau Strack-Zimmermann, nochmal fürs Protokoll: Waffen? Nein, auch nicht mit der FDP. Es wird keine schweren Waffen in die Ukraine geliefert werden. Und ich bin, lassen Sie mich das sehr offen sagen, Herr Pagels, doch wirklich irritiert. Ich bin ja nun lang genug auf dieser Erde und verfolge die Presse auch seit Jahrzehnten, dass auch Journalistinnen und Journalisten, die ich mal in Anführungszeichen unter der linken Presse subsumiere, plötzlich nach Großwaffen schreien. Das ist ein neues Timbre in Deutschland, was mich etwas irritiert. Das war Anfang Februar. Und lassen Sie mich das in aller Deutlichkeit hier sagen. 2 Monate später hat auch sie ihr Timbre geändert. Das Gebot der Stunde heißt den Ukrainern, wie in unserem Antrag gefordert, auch schwere Waffen zu liefern. Und dieser kategorische Imperativ, also dieses Gebot der Stunde, das ist auch für eine ehemals pazifistische Grüne ganz, ganz wichtig und schon aus humanitären Gründen verpflichtend. Für Schwester Marie-Louise Beck. Denn wir Deutschen müssten doch besonders gelernt haben. Dass es Regime gibt, die so entschieden böse sind und so entschieden brutal und aggressiv sind, dass sie mit Waffen niedergekämpft werden müssen. Und sie meinte, ich fasse das jetzt mal in der typischen Marie-Louise-Art zusammen. Mehr Waffen, auch schwere Waffen, können auch mehr Zivilisten retten. Bei all dem darf natürlich auch die SPD nicht fehlen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, ein gewisser Herr Roth, meinte, Dass wir uns tagtäglich fragen, wie können wir noch mehr Druck auf Putin ausüben? schon wieder dieses Wir.
Druck aussetzen heißt ja nicht nach Frieden suchen. Verbunden ist diese Aufrüstungsspirale mit dem Versuch, Deutschland von russischer Energie zu befreien. Egal wie verlogen das ist. Womit fahren eigentlich unsere Autos? Kann es sein, dass da Öl aus Saudi-Arabien drin ist? Ist und hat sich da einer mal Gedanken drüber gemacht? Und wo ist eigentlich die Markus-Lanz-Sendung gewesen, wie verlogen wir sind, dass wir uns über Putin aufregen, aber mit saudischem Öl durch die Gegend gondeln? Ach was, verlogen. Es geht um Größeres. Wir glauben, dass nur, wenn man diese große Keule benutzt und den Importstopp für Energieträger aus Russland verhängt, nur dann kann man auch Herrn Putin zur Vernunft bringen. Wir glauben das? Schon wieder dieses Wir. Sollte man da nicht vielleicht noch etwas beachten? Also das muss man sich klar machen, dass das, was jetzt als Schritt und auch als Leistung gefeiert wird, dass Deutschland diesen Schritt mitgehen kann, wird eine Zumutung bedeuten. Soll niemand sagen, er hätte es nicht vorher gewusst, wenn nachher die Preise nach oben gehen. Das wird sehr sicher so kommen. Moment, die Preise gingen ja schon vor der Ukraine-Krise nach oben. Und wir wollen das jetzt also nochmal alles eskalieren? Und es geht hier nicht darum, dass wir unsere Wohnung etwas runterdimmen und wir im kühlen Leben oder im kalten Leben. Es geht darum, dass wir möglicherweise bestimmte Produkte nicht mehr herstellen können in Deutschland. Es geht darum, dass wir ganze Lieferketten außer Kraft setzen und vor allem auch das ganze Industriezweige mit Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen von Arbeitsplätzen in eine schwere Krise geraten. Das müssen wir einbeziehen. Also wann habe ich das gesagt? Russland liefert pünktlich alles, was wir an Energie brauchen. Und zwar kostengünstig. Doch das wollen wir plötzlich nicht. Was machen wir denn, wenn dieser Krieg vorbei ist? Wollen wir dann wieder Energie aus Russland? Haben wir dann überhaupt noch etwas zu wollen? Denn wenn man jetzt den Chef der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag lesen kann, dass er, obwohl er plötzlich Brille trägt, Gefahren einfach nicht sehen will. Merz hat also vor dem keine Angst. Andere aber schon. Die Mehrheit der Deutschen befürchtet einen dritten Weltkrieg oder sogar einen Atomkrieg. Und je mehr Deutschland Waffen liefert, umso mehr bröckelt die Zustimmung dafür. Nur noch 46% befürworten die Lieferung von Waffen oder schweren Waffen an die Ukraine. Einen Monat vorher waren das noch 55%. Ich hätte da noch eine Stimme. Sie stammt zwar von einem Populisten, aber wenn er mal was richtig sagt, dann sagt er mal was richtig. Zwei Dinge müssen wir tun. Wir müssen der Ukraine helfen, ja, aber wir sind auch den Menschen in Deutschland verpflichtet. Hört man sich jetzt andere Politiker an und liest auch das, was die Presse überwiegend schreibt, dann könnte Deutschland diese Ukraine-Krise eigentlich nur überwinden durch Inflation, Verarmung, soziale Unruhen, Ruin oder sogar Untergang. Letzteres natürlich nur aus Versehen. Denn die Suche nach wirklichen Friedenslösungen scheint weder bei den Politikern noch in der Presse ein gangbarer Weg zu sein. Doch es gibt Möglichkeiten, über den Tellerrand dieser eindimensionalen Verarmung oder Vernichtungssichtweise hinauszusehen. Besonders wenn man bedenkt, dass es der Ukraine keinen Deut besser gehen würde, wenn eines der eben vorgebrachten Szenarien in Deutschland eintreten würde. Doch dazu
müsste man mehr wissen. Mehr als uns Politiker und Medien erzählen. Eine der Möglichkeiten, um seine eigenen Gedanken zu schärfen, wäre mehr Information. Und dazu gibt es die Nachdenkseiten, das dritte Jahrtausend und die Neulandlimelle. Diese alternativen Medien könnten helfen und dazu animieren, für etwas einzustehen, was einen wirklichen Wert hat, besonders in dieser Zeit: Frieden.